Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elex. Ach so, genau, wir sind bei den Typen hier. Bring mir etwas bei, wollte ich mal machen, ja. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Bei den Klerikern sind wir angekommen. Strahlungsresistenz, Feuer, Rüstungen. Erhöht den Schutz deiner Rüstung mit jeder Stufe. Tiertrophäen. Guter Esser. Rüstung auf jeden Fall. Ja. Wieso habe ich nur 3 Lernpunkte eigentlich? Verstehe das nicht. Dankeschön, Dankeschön, Opa. Hast du auch einen Namen? Mechaniker. Den darf ich aber nehmen. Alter, was ist denn hier los? Viel zu hell, Alter. Jetzt bin ich wieder bei den Mechanikern, genau. Schauen wir mal, was hier drüben ist. Was war da? Spielzeugdino verboten, schade. Okkulytenschwert, nice. Die Waffen ausgestellt. Ist das hier so krasse Mucke jetzt? Alter. Sonne, verschwinde! Blendest mich voll. Warum? Haben die mich wohl doch gesehen beim Clown? Okay. Gehen wir mal da hoch. Zeichen bessere Rüstung und Schild. Und es geht bergauf. Mit mir. Oh, nice. Okay, 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 geiler Scheiß. Bin mal gespannt, was ich hier noch alles entdecke. Was bist du? Kleriker, Kleriker. Da ist doch eine. Ah, ne. Hast du einen Namen? Rüstungsmeister, nice. Oder Rüstmeister. Kathedrale, da ist der Big Boss drin, alles klar. Jo! Der Rüstmeister. Lass dir ja nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Wenn ich jemanden beim Clown erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe. Seit die Alps immer näher gekommen sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta! Verkauf mir etwas. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Schachterhemd. Bring mir plus 2 Rüstung. Ein Tausender kostet der Scheiß.
Ein Tausender, ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Ich hoffe, ihr packt keiner sein Gesangsbuch aus. Ich habe schon gehasst, wenn mein Bruder im Suff gesungen hat. Dann möchte ich mir das Gejammer hier gerne ersparen. Spann dich, erstmal beklauen wir die, das ist ja normal. Bestimmt ist das auch noch der Chef, oder? Ulbricht. Ah ja, ein Neuankömmling, wie ich sehe. Lass mich dich anschauen. Dein Gesicht verrät mir, dass du schon so manchen Kampf bestritten hast. Deine Augen verraten mir, dass du großes Potenzial hinter deiner Fassade verbirgst. Was auch immer dir widerfahren sein mag, nun bist du frei, mein Sohn. Ab jetzt wirst du den rechten Pfad des wahren Glaubens gehen. Wenn dieser Glaube dazu führt, dass meine Taschen voller Splitter sind, bin ich sogar bereit, meine drei Kreuze bei eurem Verein zu machen. Der persönliche Reichtum hat hinten anzustehen. Er ist nicht das Ziel unserer Bemühungen. Dann nichts für ungut. Danke für die Audienz, Vater. Danke für die Audienz, Vater. Jetzt schleim ich da ein. Sei willkommen, mein Sohn. Also gut, warum bist du hier? Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Du bist der oberste Judikator, Anführer der Kleriker. Du führst den Krieg der Kleriker in Ignadon außerhalb der Mauern des Horts. Du willst über den Krieg sprechen, ja? Du willst wissen, warum wir immer noch verweilen und unsere Kräfte sammeln, anstatt den Feind im nördlichen Konverter anzugreifen? Du willst wissen, welche Strategie der oberste Feldherr der Kleriker plant, um die Alps zurück in ihr verfluchtes Eisland zu treiben? Oder bist du nur hier, um mir ins Gewissen zu reden, die Leben der Menschen hier zu schützen und die Waffen niederzulegen? Was es auch ist, das sind Dinge, die den Judikatoren vorbehalten sind, mein Sohn. Deine Aufgabe ist es, zu vertrauen. Nur wer fest im Glauben ist, kann uns dienlich sein. Jeder, der unreines Gedankengut verbreitet, wird im Feuer dieses Berges verenden. Denk immer daran. Und doch könnte ein einziger Mann das Schicksal lenken. Irgendetwas sagt mir, dass ich dich kenne. Dein Gesicht. Nein, du bist kein einfacher Mann. Deine Rolle könnte bedeutend sein in diesem Krieg. Also gut. Lass uns darüber sprechen. Doch vorher sagst du mir, wer du warst, bevor du den Hort betreten hast. Ja, das bin ich. Ich bin Jax, Alpkommander und oberster Feldherr des Eispalastes. Ihr freien Menschen nennt mich die Bestie von Xakor. Ich wusste, der Tag würde kommen, an dem der Feind seinen Weg direkt in meine Kathedrale finden würde. Deine Tarnung ist exzellent. Ihr Alps habt gelernt. Verflucht sei der Eispalast und seine Höllenbrut. Also, verrichte deine Mission, Alp. Zieh deine Waffe. Diese Kathedrale soll unser beider Grab sein. Ich bin nicht hier, um dich zu vernichten. Ich bin kein Alp mehr. Aber was? Meine Elix-Kräfte sind vergangen. Mein Wort hat kein Gewicht mehr am Hofe des Eispalastes. Ich wurde verraten und bin nun ein Gejagter meiner eigenen Leute. Ist es also wahr? In der Tat. Mich erreichten Gerüchte um dein Exil und deinen Absturz in den Bergen von Edan. Aber ich hätte niemals geglaubt. Und doch stehst du nun hier. Ein Wandler zwischen den Welten. Aber du bist unerschrocken und mutig. Kriterien, die wir hier im Hort
oft vermissen. Egal, wer du gestern noch warst. Der Mann, der hier vor mir steht, hat einen gewissen Ruf, der ihn vorauseilt. Du hast großes Potenzial, das wir gut gebrauchen könnten in diesen dunklen Tagen. Also sprechen wir über den Krieg. Was willst du wissen? Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort. Du müsstest doch genau wissen, wie das abgelaufen ist, Bestie von Xarkor. Aber gut, ich schildere dir meine Sicht der Sachlage. Die letzte Welle der Alps ist jetzt schon einige Monate her. Unsere Verluste waren verheerend. Judikator Johann war an vorderster Front. Sein Tod war ein Schock für uns alle. Ich bin mir sicher, wenn die Alps wüssten, wie es um uns bestellt ist, würden sie es wieder versuchen. Also, wenn du doch noch deine Meinung änderst und uns verrätst, wirst du der Erste sein, den wir richten werden, Alp. Seitdem haben sie sich im Konverter verschanzt. Nur Gott weiß, wie viele Maschinen sich wirklich hinter seinen Toren verbergen. Der Alp-Commander im Konverter, mein direkter Gegenspieler, wartet nur darauf, dass wir den Hort verlassen. Nach meinen letzten Informationen unterstehen Commander Jurek etwa 3 Garnisonen Soldaten, etliche Kampfmaschinen und eine Handvoll Kolosse. Doch ist der Stand meines Wissens schon einige Wochen alt. Wir müssen mehr als gut vorbereitet sein. Rüst für eine Schlacht? Ihr rüstet für eine Schlacht gegen den Konverter in Ignadon? Der Konverter muss endlich seinen Betrieb einstellen. Es ist der einzige Weg, um Ignadon zu befreien. Doch leider ist er bis unter das letzte Deck voller Maschinen und Soldaten, die uns daran hindern werden, wenn wir es versuchen. Nur mit einer gut geplanten Großoffensive werden wir erfolgreich sein. Worauf wartest du noch? Worauf wartet ihr noch? So wie ich das sehe, habt ihr mehr als genug Maschinen. Das mag sein. Doch muss sie jemand führen. Nur Reinhold und ich sind dafür qualifiziert genug. Jedoch wird das nicht reichen. Judikator Johann fehlt uns. Sein Tod schadet uns mehr, als ich zugeben möchte. Wir brauchen einen neuen Feldherrn. Was war das? Was ist mit mir? Das könnte dir so passen, Bestie von Xarkor. Außerdem, wie steht es um deine Reinheit? Wann hast du das letzte Mal etwas Elex-haltiges konsumiert? Nun ja. Dachte ich mir. Wenn du willst, kannst du an der Schlacht teilnehmen. Doch als Soldat. Wir brauchen einen erfahrenen Feldherrn, der auf den Konsum von Elex-haltigen Substanzen verzichtet. Das ist sowohl höchst unwahrscheinlich als auch... Töricht? Es ist eine Sache des Glaubens. Kein Kleriker würde einen Feldherrn akzeptieren, der nicht rein ist. Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden. Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden. Tja, ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon versucht. Doch wachsen solche Experten nicht einfach so aus dem Boden. Und doch, bei uns im Hort sind zumindest schon 2, die es können. Reinhold und ich. Warum sollte es bei den anderen Gemeinschaften nicht auch mehrere in einer Truppe geben? Berserker, Separatisten, von mir aus sogar Outlaws. Völlig egal. Nur rein muss er sein und bereit sein, sein Leben für die Menschen hier in Ignadon aufs Spiel zu setzen. Wenn du es so sagst, hört es sich noch unwahrscheinlicher an. Ich weiß. Aber wir haben keine andere Wahl. Am besten du befragst als erstes die obersten Anführer der anderen Gemeinschaften. Vielleicht haben wir ja Glück. Ein reiner Feldherr, okay.
Eine Wache, was kann ich hier klauen? Jo! Wenn ich das gewusst hätte, dass da ein Schild hängt. Menge Geld sparen können schon wieder. Aber er weiß das schon. Schau mal, was du zu sagen hast, wenn du was zu sagen hast. Du hast da jetzt nicht hingerotzt, oder? Einfach in die Kathedrale reingerotzt, was ist mit dir los, Alter? Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hort gelassen wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Ja, ich möchte Kleriker werden. Ja, ich möchte Kleriker werden. Das ist gut. Es freut mich, dass Xander dich in den Hort gelassen hat. Er hat mit dir eine gute Wahl getroffen. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Erzähl mir mehr über die Kleriker. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Alles. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids. Der erste Mensch, der von Kalan erleuchtet wurde. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt. Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Okay. Was sind das für Prüfungen, die Kalan euch stellt? Der Meteor war nur der erste Schritt, den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen. Wir, die wir das erkannt haben, streben danach, Erlösung zu erfahren. Dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen. Sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen. Denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird, werden nur jene emporsteigen, die diese Prüfungen bestanden haben. Okay. Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Arvid selbst hat uns dieses Wissen hinterlassen. Es war sein Beitrag, um Kalans Prüfungen zu bestehen. Dank seiner Technik. Das ist voll das coole Schwert, der Typ, müssen wir unseren Körper nicht mit Elex verseuchen, um Macht zu erlangen. Und ich finde seine Rüstung auch voll cool. Die Maschinen. Aber die Kleriker sind so deppen. Unseren Herrschaftsanspruch. Wie du also siehst, müssen sich Wissenschaft und Religion nicht zwangsweise ausschließen. Erklär mir eure Ränge. Wenn jemand Neues in unserer Reihen aufgenommen wird, dann wird er zuallererst Akolyt. Als Akolyt ist man berechtigt, die Kunst der Suggestion zu lernen, und bekommt auch anderweitig bessere Ausrüstung von uns. Das gleiche gilt für unsere Legaten und Regenten. Jeder neue Rang bringt neue Vorteile, aber auch Pflichten mit sich. Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Weil wir die letzte Bastion gegen die Alps sind. Unsere Stärke, unser Glaube und unsere Technologie
sind die einzigen Dinge, die sie aufhalten können. Wo die Outlaws ihren Profit haben und die Berserker im Dreck wühlen, da haben wir einen Sinn. Den Sinn, die Welt wieder zu dem zu machen, was sie einst war und noch weit darüber hinaus. Tritt uns bei und du kannst teilhaben an unserem Wissen, Glauben und unserer Technologie. Okay, okay, okay. Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält. Ich bin derjenige, der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Erkläre mir die Regeln des Horts. Eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben. Aber ich werde sie gerne für dich auffrischen. Zuallererst solltest du wissen, dass wir nicht die Outlaws sind. Wer hier klaut oder sich anderweitig strafbar macht, wird hart bestraft. Die Strafen reichen von einfachen Geldstrafen bis hin zum Tod. Wer hier beim Elex-Konsum erwischt wird oder schlimmer noch damit handelt, muss sich dafür verantworten. Elexit ist die einzige Form von Elex, die wir außerhalb der Maschinen oder als Munition dulden. Hast du das verstanden? Ja. Okay. Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ganz richtig. Erst wenn ich sage, dass jemand bereit ist, darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen. Mal angenommen, du würdest uns beitreten wollen. Dann würde ich dich auf die Probe stellen. Du würdest eine Aufgabe für mich erledigen, die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist. Bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir, ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder so eine Prüfung hat. So viele Prüfungen gibt es doch gar nicht. Stell mir die Aufgabe. Wie du möchtest. Da du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast, bist du perfekt dafür. Wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort. Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen. Du auf der anderen Seite bist ein Niemand. Ein unbeschriebenes Blatt. Wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst, gibt es natürlich eine Belohnung. Und wenn du dich gut anstellst, ist es dir auch erlaubt, dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden, sofern wir dich als erfahren genug erachten. Ja, Problem mit Elex-Handel? Ihr habt Probleme mit Elex-Handel hier im Hort? Allerdings. Und wenn ich die Schuldigen erwische, werden sie sofort bei Balder, einem unserer besten Suggestoren, auf dem Stuhl landen. Es ist inzwischen sogar eine äußerst große Belohnung auf die Händler ausgesetzt worden. Wenn du also der Meinung bist, du könntest sie finden, nur zu. Versuch dein Glück. Legalisieren, das ist meine Meinung. Nach der dich niemand gefragt hat. Also, behalt sie für dich. So. Wie steht's um die Alps? Die Kriegsstrategie gegen die Alps ist Sache von Judikator Ulbricht. Es wird erst zu meiner Aufgabe, wenn sie den Hort selbst bedrohen. Beispielsweise haben die Separatisten meine Aufmerksamkeit. Sie arbeiten vornehmlich im Hintergrund und sind oftmals schwer zu erkennen. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Ort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Okay. Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten. Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist.
Okay. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen. Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber... Nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Das mache ich. Xander, die Torwache kennst du ja bereits. Er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache. Dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden. Die Grubenwache findest du hier direkt westlich, unterhalb der Kathedrale. Und die Fabrikwache findest du im nördlichen Teil des Lagers, bei den Roboterproduktionsstätten. Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Bist du dir sicher? Hast du schon mit den drei Wachen gesprochen und ihre Protokolle eingesammelt? Nein, noch nicht. Und du hast trotzdem schon einen Verdacht? Nein, ich denke lieber nochmal darüber nach. Nein, ich denke lieber nochmal darüber nach. Mach das. Okay, ein paar schöne Missionen erhalten. Yo! Schau, was ist da drüben gleich? Was ist das? Ja, der Mann hat einfach einen unfassbar großen Erfahrungsschatz. Reden die über mich oder was? Roboter und du bist ein Kleriker. Jo, schade. Hallo, ist hier jemand? Oh. Oh, oh, oh. Was gibt's hier Schönes? Was gibt's hier Schönes? Die Häuser von denen sind nicht schön. Schnauze, du Schrotthaufen. Der Balder. Kalan zum Gruße, Suchender. Was führt dich zu mir? Oder bist du hier, um der Gemeinschaft einen Tribut zu entrichten? Hier. Hier, für die Gemeinschaft. Ein weiser und edler Zug von dir. Doch zur Sache. Ich kann dir nur begrenzt meine Aufmerksamkeit widmen. Meine Arbeit hier als oberster Suggestor lässt nicht viel Freizeit zu, wie du sicherlich verstehst. Du bist ein Suggestor? Du bist ein Suggestor? Ich bin nicht ein Suggestor. Ich bin der oberste Suggestor im Hort. Zu uns kommen all jene, die sich ihren Geist haben vergiften lassen. Sei es durch Elex oder falsche Lehren. Wir sorgen dafür, dass sie sich wieder daran erinnern, was es bedeutet, den freien Menschen anzugehören. Der menschliche Geist ist ein Geschenk. Wir sollten ihn nicht mit Elex verseuchen. Was genau ist Suggestion? Unsere Implantate ermöglichen es uns, den Geist eines Menschen zu manipulieren. So sind wir in der Lage, die Gehirne der Menschen zu stimulieren, um ihnen Ideen einzupflanzen. Es ist eine Kunst, die nur wir Kleriker beherrschen. Aha. Wieso bekämpft ihr die Alps nicht mit Hilfe der Suggestion? Um Suggestion bei jemandem anwenden zu können, muss ein Geist schwach sein. So ungern ich das sage, aber Alps sind psychisch äußerst stabil. Suggestion ist bei einem reinen Alp beinahe wirkungslos. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass viele der Mutanten Schläuche und andere Maschinenteile integriert haben?
Diese Teile sind von den Alps dort platziert worden. Wir vermuten, dass sie eine der Suggestion ähnliche Technik benutzen. Ein Chip in den Gehirnen der Mutanten, um sie manipulieren zu können. Ein grauenhafter Gedanke. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Nein, ich stecke mitten in den Vorbereitungen, einen unserer Gefangenen gefügig zu machen. Da dieses Vorhaben Zeit und Konzentration erfordert, kann ich keine unnötige Störung vertragen. Wenn du mir also wirklich helfen willst, dann halte dich aus allem raus, was mit ihm in Verbindung steht. Okay. Finger weg. Kannst du vergessen, Alter. Kannst du vergessen, Junge. Raus, aber schnell. Mach das ja nicht nochmal. Raus, aber schnell. Schnauze, lass mich doch durch. Wenn du nicht gleich weg bist, setzt's was. Ist doch dumm, oder? Trottel. Moment, was willst du? Ich verstehe immer noch nicht, was diese Dinger sind. Hört mir zu, ihr Jünger Kalans. Ach, Schnauze. Naja, okay. Da würde ich sagen, ich beende hier mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn wir nur geredet haben. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.